Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge. Calorist Animals 2013! Ja, liebe Leute, wir sind mittlerweile im Jahr 2013. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Es war jetzt etwas längere Zeit, nichts von mir zu hören. Ich hatte wenig Zeit für Aufnehmen und alles. Ich hatte auch schon alles an Reserven hochgeladen für euch. Ich hatte hinterher halt nichts mehr und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, jetzt mal wieder öfters hier was für euch rauszuhauen. Es hat sich einiges geändert. Wir haben mittlerweile wirklich 40 Abonnenten. Es ist super geil, wie die einfach von Tag zu Tag steigen. Und die Aufrufe auch jedes Mal immer mehr hochgehen. Ist echt klasse von euch. Finde ich echt super. Wir sind in der letzten Folge, hatten wir hier dieses Tor gesprengt. Soweit kann ich mich noch erinnern. Und dass wir irgendwie hier jetzt gerade in der Erinnerung sind, würde sagen, dabei bleiben wir jetzt auch mal und fangen dann direkt einfach mal wieder an. Mal gucken, ob ich da unten die Hirsche wegschießen kann. Ja. Gut, würde ich sagen, beginnen wir mal mit unserer Reise. Und gleich schon direkt ein Abspann. Luke? Oh oh. Lauf! Ich geb dir Deckung! Lauf zum Tor! Ich gehe! Los! Oh wei, oh wei. Warum muss eigentlich immer alles an mir hängen bleiben? Oh, da ist ja noch einer. Zwei. Warum schießt denn der nicht selber, der Affe? Luke! Halte durch, ich komme! Pam, pam, pam. Muss ich jetzt da runter gehen oder was? Ich glaube, hier bin ich jetzt echt schneller. Das ist irgendwie sehr komisch, das ist mir schon öfters jetzt aufgefallen. Man trifft die Gegner irgendwie gar nicht, wenn man, bevor man richtig hier zur Sinne gekommen ist. Warum schießen der Ochse eigentlich nicht? Oh doch, man trifft doch. Kommt da immer mehr? Rein da! Schließ das Tor! Tut mir leid, mehr Löwen! Bam! Das war wohl ein Schuss. Oh lol, wie viele kommen denn da noch? Pam! 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 Ich bin ein Idiot, ich weiß. Vielleicht genau. Hast du ja jetzt auf mich. Wir stecken gemeinsam hier drin. Halte durch. Ich folge deinen Spuren. Such nach einer Höhle in der Nähe. Ich führe dich runter zum Tor. Finden Sie den Weg zum Tor hinunter. Du hättest gar nicht hier sein sollen. Das ist mein Fehler. Ich habe meine Chance vertan. Wovon redest du? Der wollte immer, dass wir kämpfen. Aber ich habe keine Munition mehr. Hab ihn entkommen lassen. Schlecht, Mima, schlecht. Mehr treffen, dann hast du Munition, Kumpel. Ja Leute, ich habe, wie ihr vielleicht schon auf meiner Facebook-Seite gesehen habt, mittlerweile auch Far Cry 3 auf der PlayStation 3. Und Leute, ich kann euch nur sagen, es ist ein absolut geiles Game. Also wer es von euch nicht hat, muss ich es echt unbedingt anschaffen. Das ist ein riesen geiles Game. Ich habe echt schon lange nicht mal so ein geiles Spiel gespielt. Auch schon lange kein Spiel mal durchgespielt auf der PlayStation 3. Es ist echt richtig fett. Leider gibt es dazu keine Gameplays oder Let's Plays, da ich dazu die nötigen Mittel noch nicht besitze.
Wird sich aber alles noch ändern. Ich denke mal, es werden auch bald von der PlayStation Let's Plays kommen. Ihr könnt gespannt sein. Es wäre klar, dass ich hier direkt wieder mit solchen Viechern hier konfrontiert werde. Aber ist kein Problem für Smokey, der macht das. Der macht das. Ach, ich bin voll reingelaufen, nicht Horst. Ich hab's noch gesehen, ey. Aua. Wow, jetzt haut ab, ihr Schweinehunde. Kommt her. Ich hab Schweinehunde gesagt, nicht Schweine. Also muss ja echt sagen, die Grafik von dem Spiel ist echt bombastisch gut eigentlich. Kann man nicht meckern. Gewalt 22 von 39. Oink, oink, das ist Pumba. Hier kommt jetzt bestimmt was. Ich habe Angst, Mama. Mama. Ich bin irgend so ein Vieh und denke mir einfach, ich kann mich mal von hinten anschleichen, aber nicht mit mir, Freundchen. Ham. Oh. Haha. Ich hab Angst. Einfach am Leben, Luke. Das ist alles, was zählt. Ja, das ist auch so einfach in so einem Dschungel. Man hat da sonst nichts zu tun, wa? Och ne, bitte nicht. Also langsam wird's eng für mein Leben. Drücke zum Öffnen F drücken. Hab ich, Papa. Wow. Das war jetzt aber nicht nett. Scharfschützenziel. Oh, Leute! Was ist los bei euch? Kacke, da war das Leben. Verdammt. Kontrollpunkt neu starten. Ja, Leute, ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Ah, wir sind doch schon wieder hier vorne. Ist doch alles cool. Mal eben direkt schon mal die Sniper nehmen. Gucken, vielleicht treffe ich den scheiß Löwen direkt. Komm, schnell, 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 schnell. Lol. Hab ich nicht getroffen? Ah, die hauen alle ab. Schwindet, ihr scheiß miese Katzen. Das war auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Als die gerade eben. Pum, 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 pum. Also, ich denke mal, das Spiel wird auch nicht mehr lange auf sich haben. Da wir ja schon auch so viele Geweihe haben. Oder wie auch immer die Mehrzahl ist. Auf jeden Fall diese Objekte, die man hier sammeln muss. Würde ich davon ausgehen, dass das nicht mehr so lange auf sich zieht. Ja, dann ist die Frage, was machen wir dann für ein Projekt? Ihr könnt mir gerne mal Vorschläge machen. Ja, einfach mal irgendwie in die Kommentare oder per private Nachricht schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ich werde dieses mit Sicherheit berücksichtigen. Ja, ich bin gespannt, was ihr mir da so alles schickt.
Zum Öffnen F drücken. Geschützen Sie Ihren Bruder. Schon wieder? Luke! Halte durch, ich komme! Ach, Luke. Du machst Sachen. Schon wieder Scharfschützenziel. Lenk du mal die Viecher ab, genau. Ah, was ist das denn für ein Löwe? Alter, ich hab dir schon zweimal ins Herz geschossen. Unnormal sowas. Machtprobe. Lana. Weiter. Dieses Monster ist ganz nah. Das spüre ich. Er kommt näher. Das spüre ich. Da ist der Campingplatz. Okay, Luke. Du kommst mit. Jacob, du beziehst hier unten Stellung. Wir werden Deckung brauchen. Bin dabei. Okay, Jungs. Ich weiß, ihr schafft das. Konzentriert euch einfach. Wir sind hier die Jäger.